Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich stelle heute die Eule vor, Hedwig aus Harry Potter mit der Artikelnummer 75979. Wir haben einen Sticker, 4 an der Zahl. Es sind keine Prints in diesem Set vorhanden, bis auf diese beiden Augen hier vorne. Die sehen ganz cool aus, die zeige ich euch gleich näher. Wir haben 4 Sticker, ihr wisst ja Bescheid, ich habe Sticker nicht so gerne. Ich ziehe den Ring aus, weil ich noch häufiger auf den Tisch hauen werde mit der Hand. 4 an der Zahl, ich habe sie drauf gemacht, ihr kennt mich, ich habe Sticker nicht so gerne. Hier habe ich sie aber drauf gemacht, weil sie ganz gut aussehen und es sind ja nur 4 Stück. Das ist viel angenehmer, als wenn man einen ganzen Katalog voller Sticker bekommt. Und ja, das hier ist die Box. So sieht das ganze Teil von vorne aus. Hedwig die Eule. Die Rückseite der Box sieht so aus. Da sieht man auch so ein bisschen die ganzen Abmessungen und was die Eule so kann. Und das werde ich euch jetzt aber in diesem Video zeigen. Deswegen braucht ihr die Box nicht zu kaufen. Natürlich, wenn sie euch gefällt nach dem Review, kauft sie, stellt sie euch hin, habt Spaß. Wir haben eine Anleitung, die ist einigermaßen dick. Also das ist schon kein Heft mehr, das ist ein kleines Büchlein, würde ich schon fast behaupten. Und das hat der Grund, es sind übrigens 630 Teile, die Hedwig hier mitbringt. Und das liegt daran, dass diese, also es, die Anleitung ist so dick, weil hier sehr, sehr wenige Teile pro Bauschritt verbaut werden. Ich suche mal nach. 4 Tüten kriegt man mit diesem Set. Ich suche euch mal raus. Genau, das ist die Seite, die mich sehr verwundert. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ein Teil pro Bauschritt, also 4 Teile auf 2 Seiten. Es sind durchschnittlich 4 Teile pro Arbeitsschritt verbaut, und das war jetzt einfach nur so ein bisschen geschätzt. Wir haben 144 Seiten, also da könnt ihr euch selber ein Bild machen mit den 630 Teilen, wie viele das da pro Bauschritt verbaut werden. So, Ersatzteile, da raschelt's. Ersatzteile kriegt man so viele. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ansonsten werde ich euch die Ersatzteile in Zukunft anders präsentieren. Ich denke mal, das ist vom Geräusch her angenehmer, wenn ich das anders mache. Die Eule. Und sie ist hammergeil. Ja, also ich hatte Spaß, hier aufzubauen. Ich hatte auch tatkräftige Hilfe von der Regie. Und es hat uns Spaß gemacht, diese Eule zu zweit aufzubauen. Ladet euch das PDF runter, was ihr auf der Lego-Webseite kriegt, und baut das zusammen auf. Jeder 2 Tüten, und dann funktioniert das Ganze. Die Eule, die kann fliegen. Wir haben hier 2 Hebel und an denen kann man drehen und die Eule fliegt. Es ist mega anstrengend, die Eule zum Fliegen zu bringen, denn das nach oben drücken der Flügel ist mega anstrengend, und man merkt auch schon, dass die ganze Technik hier drin an den Anschlag kommt. Und naja, man hätte das Ganze besser lösen können, vielleicht mit einem größeren Hebel nur auf einer Seite, aber das ist nun mal halt so. Also es funktioniert und es ist voll okay, das ist Meckern auf dem allerhöchsten Level. Genau, die kann fliegen. Wir haben hier die Federn, die man reinstecken kann. So sehen die aus. Ich hoffe, man kann es erkennen. Und die kann man je nach Wunsch in eine andere Position bringen. Auch hinten, das finde ich super klasse. Der Schweif oder der Schwanz, wie man das auch immer nennt bei Vögeln, kann man auch individuell verstellen. Die hier oben gehen nicht. Die Minifiguren zeige ich euch später. Da fliegt mir der Harry um die Ohren. Ja, die kann man auch individuell einstellen. Wir haben vorne einen Brief, der die Eule bringt. Die Hogwarts-Einladung oder irgendeine Message an Harry Potter.
Und ansonsten waren das die Highlights von diesem Set. Wir haben hier noch diesen Sockel mit dem Hedwig. Hier hätte ich mir einen Print gewünscht. Das mit dem Aufkleber ist nicht so geil. Also da hätten sie ruhig mal einen Print machen können. Klar, bei dieser großen Platte hier, Lego kriegt das nicht hin. Auch bei den großen UCS-Sets kriegen die das nicht hin, dass sie da einen Print auf die Platte kriegen. Ist verständlich, weil Prints auf eine schwarze Platte, wie bei dem Millennium Falcon, ist relativ schwierig. Die hatten da Probleme mit, die haben ja immer noch Probleme mit Aufdruck auf schwarze Steine. Und ja, mal schauen, ob die das irgendwann mal hinkriegen, ob die da eine Lösung finden. Und es ist auch immer so ein logistisches Problem auch mit den ganzen Prints. Kann ich euch auch ausführlicher mal in einem anderen Video erzählen. Wir haben einen Kopf, den kann man drehen. Man kann ihn auch abnehmen, das machen wir jetzt nicht, sonst fliegt die Eule nicht mehr. Und das hier sind die Augen. Das ist ein 2x2 Plate Inverted Round. Ich hoffe, ich habe den Namen von diesem Stein richtig gesagt, denn ich kenne mich da noch nicht so aus. Und die Augen sind bedruckt, ein goldener Ring und eine dunkle, schwarze Pupille. Wir haben hier vorne Krallen, die den Brief halten. Finde ich super cool, das haben sie echt geil gemacht. Sind da wirklich bis ins kleinste Detail gegangen. Was ich nicht so toll finde, ist hier hinten bei den Flügeln. Hier haben wir eine sehr, sehr große, leere, weiße Fläche mit Noppen. Auf der anderen Seite genau dasselbe. Das finde ich ein bisschen schade, dass sie hier nicht dieses Muster und diese Fliesen nochmal genommen haben und hier nochmal ein Muster gemacht haben. Wenn jetzt die Eule hier in der Mitte eher weiß ist und kein Schwarz hat, dann hätte man hier auf jeden Fall noch weiße Fliesen drauf machen können. Das sieht hier ein bisschen unglücklich aus. Auch hier auf der Seite sieht man zwei Noppen. Die sieht man auch hier vorne, hier über dem roten Teil. Und auf der Seite, ich mache mal die Flügel nach oben, damit man das so ein bisschen besser sehen kann. Hier sind auch Noppen, die frei sind. Da hätte man auch nochmal einen Stein drauf machen können. Also da hat Lego ein paar Steine weggespart, was ich sehr schade finde. Aber das ist wirklich bei diesem Set meckern auf allerhöchstem Niveau. Der Preis liegt bei uns in der Schweiz bei so um die 54 Schweizer Franken. Ich finde, es ist okay. Es ist hart an der Grenze, aber für Lego-Verhältnisse gab es auch schon Sets, die wesentlich teurer waren, die genauso viele Steine hatten und auch so toll waren. Also das ist auf jeden Fall ein super tolles Set und wenn ihr das seht, dann nehmt ihr das mit. Die Eule stelle ich jetzt mal auf die Seite. Ja, Brick Separator kennt man, hat man tausende zu Hause, kauft die nicht bei Lego, die sind schweineteuer. Bestellt ein Set und einer ist drin und wenn ihr mehr braucht, dann guckt mal auf Bricklink vorbei. Die werden rausgehauen. Also nicht bei Lego kaufen, die sind da zu teuer. Wir bekommen Hedwig auf einem goldenen Sockel in Minifigur. Ja, also wir haben nicht die große Eule, nicht nur die große Eule dabei, sondern auch die kleine Eule. Wunderschöner Print, gelbe Augen. Und die Flügel sind aber nicht bedruckt hinten, die sind einfach weiß. Ich weiß nicht, wie Lego das macht, ob sie da vielleicht auch das... die Spitzen auch noch schwarz drucken hätten können. Hätte Fahrerkette, man kennt's. Sieht aber ganz toll aus. Wir haben Harry Potter im Winteroutfit mit Schal, mit den Farben von seinem Haus, Gryffindor. Gryffindor? Ich bin bei Harry Potter sowas von raus. Hufflepuff? Ja, Gryffindor. Ja, Gryffindor. Und der Harry Potter kommt mit einer langen Frisur bzw. mit langen Haaren und der Harry, der hat auch ein Wendegesicht, ein erschrockenes Gesicht. Der hat da die Alte im pinken Outfit gesehen und
hat sich erstmal erschreckt. Der Harry hat auch hier super toll blaue Handschuhe an, seinen Zauberstab. Und was ich mega geil finde, hinten sieht man den Schal aufgedruckt. Kleine Füße, das sind die, sind das die Babyfüße? Es sind nicht die, die man knicken kann. Es gibt ja diese mittleren Beine, es gibt die langen und es gibt diese kleinen. Und die kann man nicht beugen. Und ja, eine wunderschöne Minifigur mit blauen Handschuhen. Wenn ihr die Minifigur haben möchtet, aber das ganze Set nicht, dann guckt auf Bricklink. Figur ist da, könnt ihr euch kaufen. Ich weiß jetzt nicht gerade, wie die Preise sind. Die Minifiguren sind da meistens so für 4 Euro, 5 Euro, 4 Schweizer Franken. Je nachdem, aus welchem Land ihr guckt. Ich komme ja natürlich aus der Schweiz. So natürlich ist es nicht. Hat man vielleicht an meiner Sprache gehört, an meinem Akzent. Das Deutsch ist noch nicht so gut oder noch nicht das perfekte Hochdeutsch, wie man es kennt. Ja, das ist Hedwig die Eule. Ein super Set, also für 54 Schweizer Franken kann man nichts sagen. Holt euch das Set, wenn ihr Fan von seid. Ihr müsst nicht mal Harry Potter Fan sein, wenn ihr eine Eule haben wollt, dann ist das ein super tolles Set. Dann schmeißt ihr einfach die Figuren weg, verkauft die wieder und habt Spaß an der Eule. Stellt ihr euch irgendwo hin auf dem Pult bei der Arbeit im Büro oder irgendwo im Gestell hinter euch. Und ja, vielleicht kann man die auch abmachen und dann so ein bisschen spielen mit. Also es ist ein Display-Set. Man kann aber die Eule abnehmen und die ganze Technik hier hinten ausstöpseln. Ja, hier ist das Ding verbunden. Und das, die Eule, die sitzt auf diesem Sockel. Man kann die jetzt abnehmen und ein bisschen rumspielen. Von unten sieht die aber nicht so toll aus. Ja, also stellt die euch hin. Wenn ihr damit spielen möchtet, könnt ihr das. Es ist kein Spielset, sondern ein Displayset. Aber spielen geht auch damit. Das fällt auch nicht auseinander. Damit kann man spielen. Vielleicht ab und zu mal fliegt hier so ein Flügel ab, so ein Flügelteil. Ein super tolles Set, Aufkleber in Ordnung an dieser Stückzahl, Preis ist auch okay, Steine sind super tolle Qualität. Ich habe keine weißen Teile gesehen, die Farbabweichungen haben, also ich weiß nicht, ob Lego das wieder im Griff hat mit den Farben, aber das sieht ganz gut aus und ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Review. Lasst mir auf jeden Fall eine Bewertung da. Genießt euren wunderbaren sonnigen Tag. Ich werde jetzt auch noch ein bisschen die Sonne genießen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Ja, haut rein und bis zum nächsten Mal.